Da sind wir wieder mit dem nächsten Teil und wir haben ja hier jetzt eigentlich alle Sarkophage durchsucht und gehen jetzt in den nächsten Part. Ich hoffe, dass wir es überleben. Wenn wir überhaupt reinkommen. Ja, Würfelwurf 15 ist gar nicht mal so leicht. Ich mache noch einen Bonus dazu. Ein 1d4 auf jeden Fall. Ja, haben wir gepackt. Jetzt gerade fällt mir ein, da war ja noch ein Knopf. Und ja. Jetzt haben wir es so geöffnet. Da irgendwo. Andersrum könnte der natürlich auch diese Gargelon-Köpfe auslösen. Von daher ist das so vielleicht gar keine schlechte Idee. Okay, alles klar. Das ist die Tür vom Anfang. Okay, ich hab's. Was soll's. Aber es gab noch die große Eichentür. Und zwar die zur anderen Richtung hin. Und die gucken wir uns auch noch eben an. So, da wären wir. Hier ist noch eine Vase. Diese war leer. Ah, mit dem Schlüssel. Gravierter Schlüssel. Ich glaube, das war der Schlüssel aus dem Sarkophag. Tatsächlich. Und da liegt ein toter Schreiber. Hier liegen mehrere tote Schreiber. Und das sieht ein bisschen aus, ja, wie so eine Kapelle hier tatsächlich, ne? Ich liebe die Grafik gerne. Also, mit dem Lichteffekt, das ist so geil. Ja, das kann man ab und zu einfach nur genießen. Das sollte man auch tun, weil das Spiel bietet auch visuell so viele Eindrücke. No sign of a struggle. Schriftrolle brennende Hände, natürlich sehr cool. Den Rest stecken wir uns mal ein. Also wir sehen drei tote Schreiber. Aber keine Kampfspuren, okay? Der hat auch wieder einen Schlüssel. Da ist eine vergoldete Truhe, sehr schön. Beiden Sachen nehme ich trotzdem noch mit und ich bin überladen. Mess. Dann nehmen wir mal das kunstvolle Reliquar, warum auch immer. Schieben es rüber. So. Ja, ich habe mal für den Abspann hier noch so ein bisschen die Lichter angemacht und noch einen Garten 20 sekündigen Abspann aufgenommen. Habe alles gelootet und ja, keine Ahnung, jetzt gehe ich hier unten mal weiter. Okay, der hat jetzt irgendwie erfahren, was das war. Sieh mal einer an. Jurgle, Schreiber der Toten. Diese Kapelle muss uralt sein. Jurgle ist dann wahrscheinlich der hier. Achso, okay, ja, ich kann die Sprache ja nicht. Da unten liegt noch ein toter Krieger. Vielleicht finden wir noch raus, was mit denen passiert war. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal cool. Da ist ein Knopf. Ich gucke mich erst nochmal nach Fallen um. Bevor ich den drücke. Also da hinten können wir anscheinend auch lang. Und hier ist nichts. Eine Vase. Ist da noch eine Lampe? Ja, aber noch eine Vase. So. Gut, dann gehen wir mal zum Knopf, wa? Quick Save natürlich. Ah, eine versteckte Tür.
Geil. Direkt das Thumbnail für diese Folge, glaube ich. Wow, wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ich glaube, wir machen das jetzt aber wieder so wie gehabt. Wir suchen uns auf jeden Fall einen Safe Spot, mehr oder weniger. Kann ich ruhig einen Spurt reinhauen, diese Runde. Und platzieren uns hier direkt an die Seite. Weil wir machen auch direkt die Kerzen aus. Zack. Obwohl, ich glaube, die haben Dunkelsicht sowieso, ne? Kann man das sehen? Weil die sind wahrscheinlich stark. Stufe 2 Skelett. Fuchtresistenz und Giftresistenz, ja logisch. Und ich glaube, man hat sogar einen Malus, wenn man mit Pfeil und Bogen auf die schießt oder Stichwaffen hat, weil es halt Skelette sind. Aber auch da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja, den stelle ich mal. Den lasse ich jetzt erstmal hier stehen. Ich gehe mal davon aus, dass es Magier sind. Weil die Roben tragen oder Hexer oder sowas. Na, was macht er jetzt? Okay. Auch mit dem Kollegen spurte ich erstmal hier in den Raum. Und Gale, mit denen habe ich jetzt was vor, mit denen laufe ich bis hier. Ah. Ich kann schmieren, nicht wirken. Meine Katze ist da. Ich habe vergessen, Arkane Erholung zu wirken. Das kann man nur außerhalb des Kampfes. Sonst hätte ich jetzt die Zauberplätze wieder. Sonst hätte ich hier vorne schmieren gewirkt, weil die müssen ja wohl kommen. Na egal, komm. Der geht jetzt direkt bis hier hinten. Zack. Und dann lassen wir mal den Rest ja, anrücken, ne? Ich denke, das ist die beste Möglichkeit, die ich hier habe. Man muss das Gelände definitiv nutzen, auch die Höhen und also die Höhenunterschiede jetzt bei Fernkämpfern. Am besten immer von einer erhöhten Position schießen. Die Umgebung, hier so Ölfackeln oder irgendwelche hängenden Dinger. Obwohl, das ist gut, hängt da irgendwas, was ich eventuell noch runterschießen könnte. Nee, ne? Oder hier irgendwo? Nee, leider nicht. Ich habe natürlich jetzt ein Problem, wenn die auch nicht kommen. Ah, doch. Sieht aber gut aus für mich. Ja, ja. Da kommt er schon mal bis da. Aber ich habe das Gefühl, dass die NPCs irgendwie auch länger brauchen, sich hier zu entscheiden, was sie machen. So, wir sind wieder dran im Prinzip. Bleiben wir aber natürlich hier. So, ich werde jetzt noch eine Illusion zaubern. Dadurch sind im Abstand von bis zu 3 Metern unsere Angriffswürfe und die meiner Verbündeten im Vorteil. Ich werde die jetzt einfach hier hinzaubern. Das wird ja 3 Meter sein. Sehr schön. Ein wichtiger Move, denke ich. Also wenn die jetzt reinkommen, wir sind immer im Vorteil. Das ist sehr, sehr schön. Auf unseren Schurken packe ich jetzt noch den Segen der List. Heimlichkeitswürfe haben da nochmal einen Bonus. Ich denke, wir sind gut vorbereitet. Ja, er bleibt auf jeden Fall hier hinten. Alles andere macht keinen Sinn. Der kann dann hier irgendwas wirken. Keine Ahnung, Feuerbeil oder so. Feuerbeil. Feuerpfeil. Ja. Oh,
Der hat die Illusion direkt gebannt. Er hat seine List verloren, okay. Da ist ja schon mal wieder alles anders gelaufen wie geplant. Das finde ich eigentlich gar nicht in Ordnung. Nachteil. Kritischer Fehlschlag. Ja, natürlich. Warum auch nicht? Ach, okay. So much for peace. Göttliche Macht fokussieren, ja, bitte. So, ich habe Fokus verloren, weil er gerade rumgeht. So, der hat wenigstens gesessen. Die vor den Magiern, von denen habe ich am meisten Angst. Der hat uns alle geblendet. Nein! Nebelwolke hier in den Raum. Das zerstört meinen ganzen Plan. Die Nebelwolke. Wir sehen nichts. Shit. Ganz, ganz, ganz schlecht. Kann er irgendwas dagegen machen? Kann ich nicht. Ist er denn auch von Blindheit betroffen? Alle. Und alle Angriffswürfe gegen uns sind im Vorteil. Okay, dann muss ich mir eben noch meinen Schriftrollen gucken, ob ich irgendwas habe, womit ich das loswerden kann. Schriftrolle Windhauch oder sonst irgendwas oder wie auch immer die heißt. Habe ich nicht. Das ändert alles. Wir müssen auf jeden Fall raus, ne? Warte mal, da hinten könnte ich vielleicht Glück haben. Da bin ich raus aus der Blindheit, okay. Er ist auch blind, das heißt... dass mein Feuerpfeil fehlschlägt. Natürlich. Aber er ist auf jeden Fall nicht mehr blind. So, sie. Ich brauche als erstes mal einen Heal. Okay, der blockiert uns hier. Fehlschlag, natürlich. Mist. Ja. Schwierige Situation jetzt, ne? Okay, was hat er vor? Was machen die? Wissen die selber nicht wahrscheinlich. Die ziehen sich irgendwie zurück, okay. Er ist auch blind, das ist der einzige Trost, den ich habe, dass er auch blind ist. Wenn ich hier rausrenne, mache ich auch. Ein Vorteil. Okay, den haben wir, definitiv. Ja klar, wir sind jetzt im Vorteil gewesen, wir sind raus und er ist aber auch immer noch blind. So, da kann ich mit dem genauso Feuerpfeil machen. Oder, achso, der hat gar keinen, ja, okay.
Ich möchte die Würfelwürfe hier sehen. Warum ist das fehlgeschlagen? Ja. So, mit ein bisschen Glück ist es jetzt der letzte hier. Der letzte Schlag. Aber Glück ist immer Mangelware. Von daher versuchen wir es jetzt nochmal mit Gale. Ein HP. Aber der Gelegenheitsangriff hat geregelt. Nice. Ja, im ersten Durchgang den Fight geschafft. Klingt jetzt wack, aber ist gar nicht mal so abwegig, dass man den nicht im ersten Durchgang schafft auf Taktika. Sehr schön. Gut, dann gucke ich mich jetzt da nochmal im Raum um. Da liegt ja noch einer bewusstlos. Tatsächlich. Könnte ich den jetzt sogar looten? Dauerhaft bewusstlos. Weg damit. So, gucken wir uns jetzt noch die toten Schreiber an, obwohl die haben nichts mehr. Die haben wir ja schon gelootet. Dann lasst uns direkt in den Raum gehen. Quicksave habe ich vergessen. Nicht, dass eine Falle jetzt noch die ganze Gruppe auslöscht. Hier ist auch noch eine Tafel. Hier liegt der Wächter, der... okay. Schauen wir mal da auch rein. Ich hätte vorher reggen sollen, glaube ich, oder? Spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Welchen Wert hat ein einzelnes sterbliches Leben? So, unser Charakter ist ja eigentlich schlecht, also werden wir uns dementsprechend was raussuchen. Er hat also gesprochen. Wen meint ihr damit? Das ist auch eine Frage, die ich definitiv beantwortet haben möchte. Wilt thou answer my question? So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? Also ich würde sagen, lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Das wäre aber Schwachsinn, weil ich ja auch weiß, dass der halt andere genauso nützlich sein können. Leben ist nur als Währung zu gebrauchen, nur das zählt. Könnte ein böser Kleriker so auch von sich geben, glaube ich. To some, it is the only. Very well. I
am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Abgeschlossen. Erkunde die Ruine. Okay, wir haben anscheinend tatsächlich alles erkundet. Das war noch eine schwere Truhe. Interessante Begegnung. Oh, Amulett der verlorenen Stimme. Mit Toten sprechen. Nekromantiezauber des dritten Grades. Wow. Sehr nice. Das geben wir sofort Gale, weil ich finde, der kann da am besten, oder passt, das passt am besten zu ihm. Und das testen wir doch mal gleich aus, wenn es denn geht. Tatsächlich. Stets vorbereitet. Ich hoffe, das ist nicht nur einmal anwendbar. Ah, Ziel darf kein Untoter sein. Ah, okay, ich verstehe. Oh, ich verstehe, okay. Ja, sehr geil. Also ich bin gespannt, wann wir den Verdorrten dann nochmal wieder treffen. Da läuft er. Interessant, interessant. Gut, dann gucken wir nochmal, wo es hier lang geht. Wie er jetzt auch hier zu dem Gang gegangen ist und da in diesem Sonnenschein da rausgeschaut hat und sagt, wie lange ist es her, ne? Das ist auch schon geil. So, hier scheint es auch noch lang zu gehen. Ein Hebel. Und eine Leiter. Wo sind wir nun? Wir sind jetzt wieder im Freien. Mega cool. Hier ist irgendwie so ein Erdhaufen aufgeploppt. Und eine Kiste. Sehr, sehr cool. Trank der Unsichtbarkeit. Werdet unsichtbar. Der Zustand endet vorzeitig, wenn du angreifst oder einen Zauber wirkst. Ich denke mal, der ist auch ordentlich was wert, wenn wir den nicht gebrauchen könnten. Und mir ist eingefallen, gestern ist ja auch noch so ein Erdhaufen aufgeploppt, da in der Ecke. Das hatte ich nur nicht aufgenommen. Schriftrolle Spinnennetz und mit Toten sprechen, ja, sehr cool. Ja, damit haben wir jetzt auch die Ruine definitiv abgeschlossen. Ich sag mal, unser erster Teilerfolg. Ja. Hier runter zu gucken, ne? Auch übelst cool. Da hinten war der Start. Hier unten war die Tür, wo wir schon rausgekommen sind. Und dann war dieser ganze Komplex hier drunter und da hinten auch noch so eine Falltüre. Wäre mal interessant gewesen, ob man auch durch die Falltüre hätte reingehen können. Aber ich glaube nicht, weil die Leiter ja oben war. Die haben wir mit dem Hebel runtergezogen. Aber wer weiß, vielleicht hätte man sich da abseilen können oder runterspringen oder sonst was. Ja, weiter geht's. Ich werde gleich hier irgendwo langlaufen und dann schauen wir mal, was sich da verbirgt. Wie gesagt, Ruine abgeschlossen. Unser erster Teilerfolg. Weiter geht's dann gleich mit der 6. Episode. Klickt rein, kommentiert, lasst einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen und bis zur nächsten Folge. Bye bye.